Heute findet ein Generalstreik statt in Portugal, in Spanien, Solidaritätsaktionen in vielen europäischen Ländern gegen das Spardiktat der EU-Troika für ein solidarisches und soziales Europa. Jetzt als nächster spricht Spyros Marinos, der Vorsitzende der griechischen Gemeinde hier in Münster. Bitte sehr. Zunächst vielen Dank für diese Organisation für Solidarität mit Südeuropa und auch anderen Ländern. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich befürchte, dass solche Veranstaltungen werden auch in Deutschland demnächst, ich befürchte es, noch mehr Leute anziehen, weil noch mehr Leute leider werden nach und nach in eine Situation gelangen, in der sich heute Griechenland, Portugal, Spanien, Irland, Italien sich befinden. Das wünschen wir uns nicht. Aber wo der ungezügelte Kapitalismus zum Schluss führt, ist, bleibt offen. Heute, wie bereits erwähnt, demonstrieren nicht nur in diesen erwähnten Ländern Spanien und Griechenland und Italien und Portugal, nicht nur in Irland, sondern in Belgien, in Polen vor allen Dingen, auch in Frankreich, auch in ganz Deutschland für die solche Solidaritätskundgebung statt. Und ich finde es meine Pflicht, hier zu sein, nicht nur weil die Gewerkschaft dazu gerufen hat, egal wer gerufen hätte, wir müssen hier sein, an erster Stelle gerade als Betroffene. Die große Kampagne, die heute in Europa läuft, können Sie im Fernsehen verfolgen, vielleicht nicht im deutschen Fernsehen, aber in anderen Fernsehen, mit einem sehr schönen Slogan, was das spanische Fernsehen gemacht hat. Wir können negieren. Wir können alles abstreiten, wir können uns verschließen, wir können es unterdrücken lassen, wir können alles annullieren, wir können uns neutral verhalten, tun wir aber nicht. Wir alle erheben uns die Stimme gegen diese Ungerechtigkeit, den sozialen Abbau in unseren Ländern, die auch später noch andere Länder ergreifen wird. Die Portugiesen sagen zum Beispiel, was hat uns die Nelkenrevolution gebracht? Wir haben gegen Salazar gekämpft, damit die frei, sozial gerecht leben können. Jetzt kommen die Europäer, die nennen sogar welchen Europäer, und zwingen uns auf eine andere Diktatur. Die Griechen sagen, wir haben großen Widerstand geleistet in den 40er Jahren. Wir haben uns befreit. Und wir haben uns noch einmal befreit von der griechischen Diktatur, 67 bis 74. Und jetzt kommen die alte Bekannte wieder, um uns eine neue Ordnung aufzuzwingen. Die lassen uns auch nicht an Luft, um selbst ein bisschen, ein wenig mitzuregulieren. Ich kann noch nicht beurteilen, die Maßnahmen, die gestern und vorgestern in der Eurogruppe gefallen sind. Wir warten den 20. November ab und wir warten auch noch, wie die Umsetzung der Kredit oder diese Bezahlung von 44 Milliarden an Griechenland bringen wird. Darüber kann ich heute sehr wenig sagen. Aus der Erfahrung aber der bisherigen Hilfen kann ich sagen, Griechenland hatte 113 Milliarden Euro Schulden und heute hat über 280 Milliarden Schulden. Vielleicht wegen der Hilfe, die so gestaltet, dass man noch tiefer reinkommt. Wir haben eine Situation,
dem die Völker in so eine aussichtlose Situation gebracht worden sind. Griechenland liegt im Auge des Sturmes zunächst. Ich habe auch damals in einer europäischen Zeitung geschrieben, es wird versucht, und inzwischen wird das auch zugegeben, das war im April dieses Jahres, an Griechenland wird ein Exempel statuiert, weil dieses Volk ist bekannt für seine Härte und für seine demokratische Überzeugung. Und wenn das klappt, dann sind alle anderen ein bisschen leichter zu machen. Griechen widerstehen aber. Sie tragen auch einen Teil dieser Situation. Das wissen die. Und die sagen nicht, nur die anderen sind schuld. Aber wenn zum Beispiel, und das kann ich auch belegen, jetzt auf Rhodos und auf Kos dieses Jahr, wo der Putin und Medvedev und der chinesische Präsident Griechenlands anbieten, Darlehen zu normalen Zinsen, beziehungsweise zu niedrigen Zinsen, aber wir dürfen es nicht nehmen, das sagt schon vieles, wie die ganze Sache geregelt wird. Und weil jetzt momentan, und zum Teil Gott sei Dank, eine Differenz zwischen Amerika, den USA und Europa besteht, ist eine kleine Chance, sonst hätten die Griechen auch das bisschen, was eventuell als Erfolg zu bezeichnen ist, auch nicht gekriegt. Die Politik der Europäischen Union in ihren verzweifelten Versuch, das bankrotte Banken- und Eurosystem zu retten, hat eine gewaltige menschliche Katastrophe in Griechenland und woanders eingerichtet. Ich habe als Grieche noch nie gesehen, dass jemand in den Mülleimer schaut. Ich habe nie gesehen in Griechenland, dass jemand Flaschen sammelt. Und heute leben 750.000, ich zitiere jetzt auf offizielle griechische Statistiken, 750.000 Familien, das heißt fast 3 Millionen, und Griechenland hat 10,5 Millionen Einwohner, unterhalb der offiziellen Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 25% und man erwartet, dass sie bis Ende dieses Jahres 30% ansteigen wird. Inzwischen haben wir den Platz 1 in Europa, noch Spanien betroffen. Wir haben jetzt über 50% Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland. Die Griechen sehen sich tatsächlich als Opfer, wie eine nochmalige, anderes und hart aussehende Besatzungsmacht. Und in ihrer Regierung sehen wir auch zum Teil Kollaborateure. Das möchte ich so sagen. Wir haben uns bezeichnet als die faulen und korrupten Griechen. Inzwischen haben wir faule und korrupte Portugiesen, korrupte Italiener, korrupte Spanier, korrupte. Korrupte Deutsche! Nein, da sind die korrekt und die machen alles richtig. Das Gesundheitssystem, und da möchte ich hier zitieren aus dem Lancet. Lancet ist eine medizinische Zeitschrift in London, einer der größten, besten und glaubwürdigsten, was in behauptet der Welt gibt. Lenzer schreibt über das katastrophale Gesundheitszustand in Griechenland, über den Anstieg von alten Krankheiten, über die gefüllten, überfüllten Krankenhäuser, über die Straßenkrankenhäuser, die Straßenpraxis, die Angst, die Griechen zur Behandlung der sogenannten
illegalen Einwanderer benutzen und immer noch benutzen. Und die Nicht-Griechen, die noch nicht mal die 5 Euro Eintritt in die Krankenhäuser nicht zahlen können. Das ist nämlich das Minimum, was jemand zahlen will, um behandelt zu werden. Und die Griechen haben all diesen Jahren sämtliche Menschen ausländischer Herkunft versichert oder nicht versichert, legal oder sogenannte illegal, umsonst behandelt. Nach den Kriegen in Irak, besonders nach den Kriegen in Jugoslawien, aber auch jetzt in Afghanistan, der größte Teil der Menschen geht nach Griechenland. Und hier, wenn wir drei Leute in einem Krankenhaus super gut behandeln, steht wieder, wir haben denen geholfen. Die sollen die Deutschen bitte vergleichen, die Anzahl der Flüchtlinge und der Behandelten in Deutschland und in Griechenland. Da kann man sehen, dass die Behauptung stehen lässt. Griechenland hat in ihrer Not noch fast 1 Milliarde Euro pro Jahr ausgegeben für das für die Gesundheit anderer Menschen. Also, was brauchen wir? Ich glaube, alle diese